Ja, ihr Bagaluten. So. Ich dachte, ich mache das jetzt mal offiziell, so wie das jetzt quasi ist. Also nichts Schlimmes, keine Sorge. Nur einmal zur Info für euch. SAO Abridged im Reacto wird nicht mehr stattfinden bei mir. Und es werden auch keine Reactos mehr stattfinden bei mir. Einfach aus dem Grund, für den, der es noch nicht mitbekommen hat. Es geht darum, ich habe in dieser Woche meinen ersten Strike erhalten. Und direkt von YouTube quasi, ja, die irgendwie war in der Folge Nummer 5 von SAO Abridged wohl irgendwie ein Song drin von Sony Music. Und ja, die positive Sache, die Leute von Sony Music haben auf meinen Channel geguckt. Negative Sache, sie haben es gleich gestrikt. Ich habe denen auch schon eine Mail geschrieben und irgendwie, die reagieren halt nicht drauf, weil das sind die einzigen, die die Möglichkeit haben, diesen Strike rein theoretisch wegzunehmen. Es geht nicht um das Videomaterial, sondern um irgendwie einen verwendeten Song da drin. Ich weiß nicht welchen, weil eigentlich sobald da wirklich richtig Mucke drin war, so als Song an sich, habe ich das quasi gemutet, wie am Anfang halt von 30 Seconds to Mars ist da glaube ich immer ein Song drin im Intro. Den habe ich dann auch immer direkt ja gemutet. Ihr könnt ja nachgucken. Und ja, irgendwie ist das alles ein wenig schade, denn ich habe da halt ein paar Einschränkungen jetzt bekommen. Zwar irgendwie steht da zwar auch drin, dass ich irgendwie nur noch Videos bis zu 15 Minuten hochladen kann. Das ist irgendwie aber nicht so. Ich habe eine Testaufnahme einfach mal hochgeladen und irgendwie, ich dachte mir, ja, mal gucken. Und ja, gut, dass ich es getestet habe, denn es geht. Ich kann Videos hochladen, welche länger als 15 Minuten gehen. Frag mich nicht warum. Ist zwar komisch, ist aber so. Naja, alles in allem werde ich dieses Risiko nicht mehr eingehen wollen, irgendwie, dass da mein Kanal von gesperrt werden könnte. Eben aufgrund dessen, weil eigentlich brauchst du 3 Strikes. Aber wenn YouTube quasi dann sagt so, Mensch, okay, pass auf, du bist ein Wiederholungstäter, weil hier ist schon wieder genau das Gleiche, dann kann das auch schon nach 2 Strikes passieren. Also, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bin ich ein Strike davon entfernt, den Kanal zu verlieren. Und das möchte ich nicht. Dafür habe ich da zu viel Energie reingesteckt und zu viel Zeit und auch zu viel Arbeit und auch Lust. Ich meine, es macht mir ja auch Spaß. Ich mache es ja darum. Ja? Egal, ob ich nun einen Mega-Erfolg habe oder nicht. Er ausbleibt. Ich habe meine jetzt, was sind das jetzt, 381 Leute, die na, hier auf Abonnieren geklickt haben. Geil. Also, wegen jedem von euch. Also, ich freue mich schon. Also, es könnte rein theoretisch auch schon reichen, aber natürlich ist es, ne, der Mensch strebt ja immer nach mehr und möchte ja immer gerne mehr und na, so bin ich auch nicht da irgendwie auszuschließen von und würde mich natürlich noch freuen, na, wenn es da noch eine ganze Runde noch mehr nach oben geht, also wenn da vielleicht nochmal, keine Ahnung, mal eine Null hinten dran steht oder vielleicht 2 sogar. Nee, aber ich habe schon Spaß an dem, was ich mache und es wird in Zukunft auch mehr kommen, sobald ich dann quasi das ganze Equipment mal zusammen habe und mir das bezahlen konnte oder es bezahlen konnte, was ich jetzt in Zukunft so vorhabe, von wegen mit Musik machen ganz viel, mit Sketche, dazu brauche ich eine anständige Kamera, vorher muss ich da, nur mit diesem Mikrofon kann ich nicht irgendwie nur versuchen Mucke aufzunehmen, ich will mir hier noch ein E-Schlagzeug hinstellen, ich will noch diese ganzen Sachen da mit meiner externen Soundkarte noch alles verbinden und dann brauche ich noch Sachen für die Gitarrenaufnahme und Programme und das ist alles ganz schön teuer, also alles in allem, ohne die Videogeräte, also wirklich nur für den Audiobereich, sind es bei mir noch locker 4.500 Euro, die ich dafür aufbringen müsste. Auch irgendwann machen werde, weil ich habe ja Bock drauf, aber noch nicht jetzt. Weil, ja, ist ja wie es ist. Und wird auch nicht besser. Da kann man halt versuchen, Sachen zu machen, na, die dann vielleicht auch gut für den Rücken sind und dann in die Zukunft zu gucken, wie es weitergeht. Dementsprechend, es tut mir leid für alle Leute, die jetzt hierher gekommen sind wegen den Reactors. Es wird leider keine mehr geben. Ich möchte diesen Kanal gerne behalten. Guck mir das aber natürlich selber weiterhin auch an und gerne kann man da irgendwie gucken. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Ideen habt, dürft ihr die ganz gerne hier unten reinposten. Ich lese mir alles durch, auch wenn das jetzt in letzter Zeit ein, zwei Tage vielleicht mal Verspätung hat, weil es ist so viel los momentan bei mir. Es ist so viel und man glaubt es einfach nicht. Und dann willst du auch noch irgendwie hier locker deine, keine Ahnung, deine 8, 9, 10 Videos irgendwie in der Woche hochbringen, na? Dann hast du auch noch Freunde, die was von dir wollen, eine Familie, noch Jobs, na?
der ein oder andere, ne, aufmerksame Zuhörer und Zuschauer weiß ja, dass ich ja nicht nur einen Job habe, sondern dass ich mich derzeit bei 4 Jobs rumtummel. Und da ist halt auch immer recht viel Bewegung drin. Vor allen Dingen, wenn du andere Sachen nochmal neu startest. Wenn du mit einer neuen Gruppe von Kindern und Jugendlichen zum Beispiel arbeitest, hast du da so viel Aufwand. Gerade in den ersten 1-2 Jahren da irgendwie. Und dementsprechend, nehmt es mir nicht krumm, dass ich da den jetzt nicht mache. Ich werde auch gucken, was da in Zukunft dann kommt. Ich hatte da ja das eine Video schon zu gepostet und euch gefragt. Ich muss erstmal selber nochmal einiges reflektieren. Vielleicht nochmal ein Stück zurückgehen. Irgendwie nochmal gucken, so wie, was machst du da und was willst du eigentlich auch wirklich machen und in welche Richtung wir zu diesem Kanal bringen, beziehungsweise meine Arbeit. Ich bin kein Freund davon, irgendwie 30 verschiedene Kanäle zu haben für 1000 unterschiedliche Dinge. Ich will alles in meinem einen Kanal haben, hier der eine, also 2x1, das ist immer noch hier einer. Genau, was hat 2 Daumen und einen Kanal? Genau. Ja, dementsprechend viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich hoffe, dass die Leute nicht zu enttäuscht sind oder ne, dass du nicht zu enttäuscht bist, wenn du nur wegen den Reactors hier eigentlich hergekommen bist. Vielleicht hast du an den anderen Sachen auch Spaß und wenn nicht, dann ist das vielleicht nicht dein Kanal. Das ist schade. Ich kann es dir leider nicht bieten. Ich kann, würde es gerne, aber dazu ist mir das Risiko einfach zu hoch, diesen Kanal zu verlieren. Bevor ich jetzt noch länger sammle, das ist schon Alter, das ist schon viel zu lange geworden. So. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos und wenn nicht, dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Liebe und Gute und finde jemanden und hab Spaß dabei. Na? Bestell dem lieben Gruß von mir. Winke, winke, ciao und tschüss.